ein Muss sind Untertitel in Hochformat-Videos wie Reels, TikToks oder Shorts. Und zum Glück gibt es immer mehr Programme, die mir das Untertiteln erleichtern. Ein Favorit ist im Moment für mich die Captions-App. Die App ist wirklich unglaublich, wie die meine Videobotschaften transkribiert. Mit Punkt, Komma, Groß- und Kleinschreibung und ich muss praktisch nichts korrigieren. Dazu bietet sie noch die Möglichkeit, dass ich wirklich eine schöne grafische Darstellung habe, die ich ganz einfach auch ändern kann. Und das ist ganz wichtig bei diesen Hochformat-Videos. Und übrigens, die App versteht sogar Schweizerdeutsch. In diesem Video zeige ich dir alle wichtigen Funktionen, die du benötigst, um Untertitel mit Captions zu erstellen. Hallo und herzlich willkommen. Zuerst installierst du die Captions-App auf deinem iPhone. Und ja, jetzt im Mai 23 gibt es die App erst für das iPhone und du kannst das iPhone-App auch noch auf dem iPad installieren. Der allerschnellste Weg, um ein solches Hochformat-Video mit Untertiteln zu produzieren, ist, wenn du es direkt in der Captions-App aufmachst. Du öffnest die App und jetzt wählst du hier unten Create und nimmst Camera Record Video Live. Jetzt hat sich die Kamera geöffnet und jetzt kann ich hier einfach auf den Rec-Knopf drücken und eine kleine Botschaft aufnehmen und dir hier erzählen, wie du direkt in der Captions-App ein Video aufnehmen kannst und drücke dann wieder den Stopp-Knopf, wähle das kleine Häkchen und dann Proceed with Deutsch. Also ich habe hier oben Deutsch angewählt. Und dir hier erzählen, wie du direkt in... Und jetzt siehst du hier, den Untertitel wird bereits eingeblendet und ich kann das überprüfen. Ich könnte jetzt hier auf Edit with Captions und dann sehe ich den ganzen Untertitel und drücke dann wieder den Stoß. Das stimmt nicht, das ist der Knopf. Ich wähle das also an und mache Edit. Hier unten die kleinen Pfeilchen schließen wieder das Menü. Wenn ich jetzt sehe, dass der Untertitel zum Beispiel zu groß oder zu klein ist, ich kann den einfach mit den Fingern aufziehen oder wieder jetzt verkleinern, nach oben und unten schieben. Wenn du jetzt das zum Beispiel als Reels auf Instagram veröffentlichst, dann gib Acht darauf, dass du unten zum Beispiel genug Platz hast, weil da immer noch der User und andere Texte stehen. Und wenn du dann findest, jetzt ist das Video gut, kannst du auf Export und wählen, ich möchte das jetzt exportieren to Camera Roll. Und jetzt findest du dein Video bereits unter all deinen Videos und könntest es auf deiner sozialen Plattform gleich veröffentlichen. So hast du deine Videobotschaft wirklich extrem schnell produziert. Es gibt aber auch die Möglichkeit, dass du hier noch mehr überarbeiten kannst. Also den Style noch ändern, die Untertitel vergrößern, verkleinern oder sogar noch die Sprache ändern. Und das zeige ich dir gerne im nächsten Schritt. Jetzt gehe ich in der App Captions auf Create und wähle Import. Und hier sehe ich jetzt meine letzten Videos. Da gehe ich auf meine Favoriten und wähle hier. Riesige Neuigkeiten für alle, die Videos in Schweiz. Ein schweizerdeutsches Video. Ich rede jetzt da einfach in meinem Dialekt und dann nachher von der App. Ich wähle dann und jetzt kann ich sagen, ich gehe mit diesem einen Video weiter. Continue. Und jetzt habe ich hier Deutsch gewählt, die Sprache. Proceed mit Deutsch. Und jetzt geht es wieder gleich vorher. Das File wird hochgeladen und der Untertitel erstellt. Riesige Neuigkeiten für alle, die Videos in Schweizerdeutsch produzieren. Ich rede jetzt da einfach in meinem Dialekt und Und wie du siehst, hier hat Captions jetzt den Text nicht nur transkribiert, sondern es hat gleich noch eine Übersetzung auf Hochdeutsch gemacht und das ist natürlich genial. Also wenn ich meine Videos auf Schweizerdeutsch mache, nimmt mir das extrem viel Arbeit ab. Und wenn ich jetzt hier die Untertitel öffne und das durchschaue, dann ist das wirklich erstaunlich. Es hat alles richtig übersetzt. Ich muss da überhaupt nichts korrigieren. Sind die Texte korrigiert, dann macht es manchmal auch Sinn, wenn man Umbrüche im Text noch etwas anders setzt.
Zum Beispiel hier sage ich jetzt, die du weitergeben möchtest. Es macht es also auch sehr persönlich. Und dann kommt ein neuer Satz hier mit, es macht also. Jetzt könnte ich sagen, okay, ich möchte gerne hier nach diesem möchtest, dass dieses Wort es macht, dass hier ein Umbruch ist und dieser Text auf eine, wie wieder neu begonnen wird. Dann kann ich hier, wenn ich das anwähle, also ich muss dieses Wort hier antippen, dann wird das violett, dann gehe ich unten rechts auf diesen kleinen Pfeil und hier hinten habe ich jetzt Breaks. Und wenn ich Breaks wähle, kann ich sagen, ich nehme jetzt einen Page Break. Close. Und wenn ich das jetzt laufen lasse, dann beginnt hier wie ein frischer Text. Das macht es also auch sehr persönlich. Und du sparst. Ich kann aber auch sagen, ich möchte nur in der Linie einen Umbruch machen. Also wenn ich zum Beispiel hier sage, ich möchte den Schnitt zum Beispiel bereits auf die untere Linie, dann wähle ich das wieder an. Und wenn es violett ist, gehe ich hier unten auf Breaks und wähle Line Break. Und jetzt hat es das Wort auf die nächste Linie genommen. Zu stimmen. Möchtest du auch gerne? Wenn ich jetzt gerne ein Wort länger stehen lassen möchte, kann ich auch noch das Timing verändern. Ich möchte zum Beispiel jetzt hier am Schluss, dass der Text, der hört hier auf und dann ist nur noch das Video. Jetzt möchte ich, dass der stehen bleibt. Dann kann ich das auch wieder anwählen auf den kleinen Pfeil. Und jetzt wähle ich hier Timing. Und das hat es jetzt hier genau auf mein Wort gelegen. Jetzt könnte ich sagen, ich verlängere das bis zum Schluss des Videos. Und jetzt hast du gesehen, bleibt der Text bis am Schluss des Videos stehen. Inhaltlich ist der Text jetzt fertig. Jetzt kümmere ich mich noch um die grafische Darstellung. Und hier bietet mir Captions verschiedene Styles. Hier habe ich jetzt hier diesen Custom Style 2. Da kann ich ganz verschiedene wählen, die zum Beispiel immer das Wort unterstreichen, das ich gerade sage. Ich kann hier unten auch auf Presets und dann habe ich hier Featured oder Active. Könnte ich jetzt zum Beispiel diesen hier wählen, den links. Ich möchte den aber noch bearbeiten. Also ich gehe auf Edit. Ich könnte hier zum Beispiel noch die Schrift ändern, eine andere Schrift nehmen. Ich kann auch die Farbe ändern. Einerseits die Umrandung des Textes. Also wenn ich die jetzt rot mache, dann sieht man das ziemlich gut. Oder auch den Schatten könnte ich verändern. Also ich habe da ganz verschiedene Möglichkeiten. Oder auch zum Beispiel hier dieses Active Word Background kann ich auch nochmals bearbeiten. Also ich kann das off machen oder on. Und wenn ich das übernehmen will, dann gehe ich aufs Häkchen. Ich gehe jetzt aufs Kreuzchen, weil mir das vorher eigentlich besser gefallen hat. Und dann nehme ich jetzt eben diesen Custom Style 14. Und wenn der angewählt ist mit dem violetten Rand, kann ich einfach hier auf Done. Und jetzt hat es mir diesen eingesetzt. Gemeinsam. So hast du keine Probleme. Wenn du den Style anpasst, ist ganz wichtig, dass du das nochmals durchschaust. Je nachdem kann es sein, dass der Style eine andere Größe hat oder dass auf der Seite mal die Ränder abschneidet und dann müsstest du das noch anpassen. Bei mir sieht das jetzt gut aus. Du kannst aber allgemein das auch nochmals verschieben mit dem Finger oder etwas vergrößern oder verkleinern. Und raus ist dich. Wenn dir das dann passt, dann gehst du auf Export, wählst dieses High Definition, 30 Frames pro Sekunde als Export und dann Export to Camera Roll. Und jetzt findest du dein Video bei deinen anderen Videos auf dem iPhone und kannst es von dort aus auf deine soziale Plattform stellen. Ich bin begeistert von Captions, weil mir die App wirklich sehr viel Arbeit abnimmt, weil sie so gut ist im Transkribieren und auch sehr schöne grafische Darstellungen hat. Die App kostet ungefähr 5 Franken Euro im Monat. Wenn du die regelmäßig brauchst, dann lohnt sich das wirklich zu investieren, weil es dir einfach so viel Zeit erspart.
Leider kann ich mit Captions nicht alle Untertitel erstellen. Die Untertitel, die ich hier mache, die sind vor allem für die Kurzvideos auf den sozialen Plattformen, die im Hochformat sind. Wenn ich jetzt aber zum Beispiel solche Videos wie hier mache auf YouTube oder auch für Online-Kurse, dann mache ich sogenannte geschlossene Untertitel und die produziere ich mit anderen Tools. Wenn du genau wissen willst, was ist der Unterschied, wo muss ich jetzt welche Untertitel machen, was sind die Vorteile von geschlossenen oder von offenen Untertiteln, dann lade dir doch meinen Ratgeber herunter. Dort findest du auch noch Links zu anderen Tutorials für Untertitel. Du kannst den Ratgeber für 0 Euro herunterladen. Du findest den Link unten im Text. Und dann freue ich mich, wenn wir uns das nächste Mal wieder sehen. Bis dann. Tschüss.